We, Rabbi, Imam and Pastor from the House of One, warmly greet our friends in Georgia and all peace-loving people here from Berlin. We thank you for your so important commitment to peace, and we like to pray by your side today. Together our prayers grow stronger. It will change us and the situation, make it more gracious with the help of God. We pray side by side and we begin in silence. Shalom Alechem, Alechem Shalom. Friede sei mit euch sei Frieden. Wir lesen im dritten Buch Moses, Kapitel 26, Vers 6, Natati Shalom Baaretz. Ich verleihe dem Land Frieden. Ihr könnt euch niederlegen, ohne dass euch jemand aufschreckt. Die wilden Tiere vertilge ich aus dem Land. Kein Schwert soll in euer Land kommen. Unser Gott und Vater aller Menschen, erhalte jeweils das Land, in dem wir wohnen und damit die gesamte Erde. Segne die, denen das Volk Autorität gegeben hat, mit Weisheit und Verstand, damit sie Frieden und Freiheit im Inneren wie im Äußeren erhalten und verfestigen. Segne, ewiger unser Gott, unsere Gemeinden. Segne ihre Vorsteher und Vertreter, sowie alle, die ihr in Liebe dienen. Lass den von allen Menschen auf den Frieden bald in unseren Tagen kommen. Offenbare dich in all deiner Größe, all Bewohnern dieser Erde. Adonai Ozle Amoiten, Adonai Vachet Amo Bashalom. Gott gebe allen Menschen guten Willens Segen und er segne alle Menschen guten Willens mit seinem unendlichen Frieden. Amen. Im Namen Gottes, des Schöpfers, seines Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus sagt, selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja, gnädiger Gott, mache uns zu einem Werkzeug deines Friedens, dass wir lieben und beten, verstehen und trösten und segnen. Um deiner Liebe willen, schenke uns dein Frieden, du unser Gott. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. O you who believe, join all together in peace. O Allah, protect us from wars and violence. Strengthen peace in Karabakh and in the world. Ey güzel Allah'ım, bizi savaşların ve şiddetin zulmünden koru. Karabağ'da, bütün dünyada barışı güçlendir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.